Ich freue mich sehr, meine Damen und Herren, dass ich heute Abend zu Ihnen sprechen darf. Ekklesia und Synagoge, zwei Allegorien, zwei Personifikationen, der wir heute ein bisschen in der Kunst nachgehen wollen, aber nicht nur in der Kunst, sondern auch nachspüren wollen, woher diese Personifikationen überhaupt stammen, wie sie entstehen und wie sie im Laufe der Jahrhunderte gesehen wurden oder abgebildet wurden. Es ist ein Schicksalsweg zwischen Synagoge und Ekklesia und der führt durch 15 Jahrhunderte christlicher Geschichte. Und wenn wir dazu der Herkunft dieser beiden Figuren auch aus dem Alten Testament nachspüren, so erweitert sich jener Zeitraum zu weit mehr als zwei Jahrtausenden. Und es ist ein oft unsichtbarer, doch nie abreißender Faden, der die Geschichte des Verhältnisses von Judentum und Christentum kennzeichnet. Und auch fast unübersehbar sind die Bedeutungen, die diese beiden Figuren verkörpern, vor allen Dingen die der Synagoge. Diese Vielfalt reicht von der Autorität der Bibel und der Kirchenväter bis hin zum vulgären Vorurteil zu Verachtung und Hass. Die Darstellung von Kirche und Synagoge muss aus Literatur, aus Predigten, aus Traktaten, aus christlichen Schauspielen, also Theatervorführungen und auch aus der Sozialgeschichte erschlossen werden. Und auch wenn Sie, glaube ich, in näherer Zukunft noch einen Vortrag über die Geschichte des Antisemitismus hören werden, möchte ich mich doch zumindest relativ kurz auch der Sozialgeschichte des Verhältnisses dieser beiden monotheistischen biblischen Religionen widmen. Und das führt uns in die Antike natürlich, in der Zeit, in der das Christentum entstanden ist. Nach der Vertreibung der Juden aus Palästina im Jahr 135 nach Christus durch Kaiser Hadrian existierte die Eigenstaatlichkeit des jüdischen Volkes nicht mehr. Die Juden verteilten sich auf dem Gebiet des Römischen Reiches. Das Christentum trat als konkurrierende Religion an die Seite des Judentums. Der Monotheismus, das Pathos des von Gott erwählten Volkes, hatte die Juden der Diaspora deutlich über die zeitgenössischen heidnischen Religionen herausgehoben. Keine andere Religion stellte so totale Ansprüche. Die Diaspora verstärkte die gesellschaftliche Absonderung der Juden. Diese Eigenschaften riefen in der Antike schon Feindschaft hervor. Sie erklären die Isolierung und die Unbeliebtheit der Juden im Römischen Reich, wofür sich bei den antiken Autoren auch zahlreiche Zeugnisse finden. Das Christentum entnahm der biblischen Tradition nicht nur den Glauben an den einen und allmächtigen Gott, sondern auch jene den Minderheiten innewohnende Intensität und einen glühenden Bekehrungs- und Bekenntniseifer. Für den oberflächlichen Beobachter in der im frühen Christentum und die eben nicht Christen waren, für die von uns sogenannten Heiden, unterschieden sich die Christen kaum von den Juden. Auch die Christenverfolgungen machten diesen Unterschied nicht. Aber der unbeugsame und unduldsame Eifer der Christen musste notwendigerweise mit den gleichen Qualitäten des Judentums zusammenstoßen. Die in den Testamenten angelegte Zwietracht, die wir aus der Apostelgeschichte zum Beispiel kennen, projizierte sich in die kommenden Jahrhunderte und das umso stärker, als das Christentum zur herrschenden Religion erhoben und das Römische Reich offiziell christlich wurde. Damit blieb der Bruderkrieg innerhalb des biblischen Monotheismus permanent. Die Machtpositionen hatten sich seit der Ausgangssituation, die in der Apostelgeschichte beschrieben ist, dann aber völlig verändert, umgedreht. Wie zunächst damals der Hohe Rat der Juden, so fand sich jetzt die Kirche in der Lage, Gewalt anzuwenden, eine dauernde, permanente Versuchung der Machthaber. Als im Jahr 313 Konstantin über die geschichtliche Zukunft des Christentums entschied, wandten sich die Völker des Reiches, teilweise gedrängt oder gleichgültig, teilweise freiwillig, der neuen Lehre zu. Sie brachten den ererbten Hass und die Feindschaft der Römer gegen die Juden mit, wodurch sie den Konflikt zwischen Juden und Christen noch verstärkten. Zum Beispiel Ambrosius, der Kirchenvater, Bischof Ambrosius von Mailand, pries die Zerstörung einer römischen Synagoge durch den Pöbel,
als eine gottgefällige Tat und nannte den Kaiser Maximus schimpfhaft einen Juden, weil dieser die Wiederherstellung des Gebäudes durchsetzte. Oder Hilarius, Bischof von Poitiers, weigerte sich, mit Juden zu essen und ihren Gruß zu erwidern. Eine Haltung, die später durch das Kirchenrecht bestätigt wurde. Und schon seit früher Zeit waren Zwangsbekehrungen der Juden zum Christentum an der Tagesordnung. Das Gesetzbuch des Kaiser Theodosius II., das im Jahr 438 in Kraft trat, schloss die Juden von allen öffentlichen Ämtern aus, verbot zum ersten Mal sogenannte Mischehen und den Bau neuer Synagogen. Fast alle Maßnahmen und Vorschriften, die in späteren Jahrhunderten mehr oder weniger systematisch angewandt wurden, finden sich schon in diesem theodosianischen Gesetz. Und nachfolgend der Codex Justinianus, der um die Mitte des 6. Jahrhunderts entstand, auch ein Gesetzbuch, übernahm alle diese Grundsätze. Wir kommen zum Zerfall des Römischen Reiches in verschiedene germanische Königreiche. Und das brachte entscheidende Änderungen mit sich. Eine Art von Toleranz kam in Gebrauch. Teilweise sicher auch aus Gleichgültigkeit und Unkenntnis, teilweise jedoch aus der Tatsache, dass die erobernden Germanen der arianischen Lehre anhingen, einer seit dem Konzil von Nicea 325 nach Christus als ketzerisch geltende Irrlehre, welche die Göttlichkeit Jesu in Abrede stellte, und somit haben die Arianer sich, wenn auch absichtslos, der jüdischen Auffassung genähert. Mit dem Aufstieg der Karolinger in Frankenreich hatte sich eine starke Zentralgewalt gebildet und die Lage der Juden besserte sich. Karl der Große, er starb 814, benutzte die Handelsverbindungen, welche die Juden mit den Mittelmeerländern und mit Kleinasien unterhielten, um mit ihrer Hilfe das Fränkische Reich an den damaligen Weltverkehr, den Warenverkehr, anzuschließen. In ihrer Geschäftstätigkeit waren die Juden nur den Einschränkungen unterworfen, denen auch alle anderen Handelsleute unterworfen waren. Unter solchen Voraussetzungen erweiterten die Juden des Westens ihren Lebensraum nach den östlichen Provinzen des Karolingischen Reiches, und eine Bewegung, die sich in folgenden Jahrhunderten über Böhmen und über die slawischen Länder auch jenseits der Elbe fortsetzte. Viele dieser Juden waren gebildete Handelsleute, die mehrere Sprachen beherrschten. Das Los dieser Minderheit verbesserte sich noch unter Ludwig dem Frommen. Von ihm stammt wohl auch die Auffassung vom König als Schutzherrn der Juden seines Reiches. Die Rolle des Schutzherrn über die Minderheiten entsprang einem vornehmen und überlegenen Begriff königlicher Macht. Aber nichtsdestotrotz waren wirtschaftliche Überlegungen ein Hauptgrund für die Begünstigung, die man den Juden im Karolingischen Reich zugestand. In einer noch unentwickelten nationalen Ökonomie bot sich durch sie die Möglichkeit für einen verzweigten Güteraustausch und ein geordnetes Geldwesen. Zwei Ereignisse änderten dieses Gleichgewicht entscheidend. Das eine war die Wahl des Mönches Hildebrand zum Papst im Jahr 1073. Und Gregor der VII. Wurde der glühende Vorkämpfer priesterlicher Allgewalt. Sein Ziel war die Herrschaft der Kirche, des Papstes, über jegliche weltliche Gewalt, auch über den König bzw. den Kaiser. Und damit ging ein kostbares, allerdings immer auch nur zeitweilig geltendes Gleichgewicht der weltlichen und der geistlichen Macht zu Ende. Das hatte mehrere Jahrhunderte geherrscht und wurde durch den totalen Herrschaftsanspruch des Papsttums bedroht. Und dieser Totalitätsanspruch untergrub die weltliche Macht besonders im deutschsprachigen Raum, in Deutschland, dessen Könige seit Karl dem Großen Kaiser, römische Kaiser waren. Das heißt, war der Kaiser bis dahin Schutzherr der Juden und wurde diese Macht vom Papst quasi ihm abgesprochen, so entfiel diese Schutzmacht. Das andere Ereignis ist die Bewegung der Kreuzzüge, die wie eine Naturkatastrophe die Lebensumstände der Juden völlig veränderten, indem sie diese im ganzen Bereich der Christenheit mit einem Religionskrieg bedrohten. Die Grundsätze, die ein Zusammenleben der beiden Religionen ermöglichten,
und die Kräfte, die es gefährdeten, waren schon im frühen Mittelalter klar entwickelt. Aber sie hielten sich noch einigermaßen die Waage, sodass das Leben der jüdischen Minderheiten verhältnismäßig stabil blieb. Das spätere Mittelalter, etwa von der Jahrtausendwende an, charakterisiert durch die wachsenden Ansprüche der Geistlichen über die weltliche Macht, aber auch durch die Entfaltung der Wirtschaft und der Klassenstruktur. Diese Zeit bringt im Wesentlichen nur Wiederholungen, allerdings in sich immer verschärfender Form aufgrund der schicksalshaften Verwicklung der Juden in die Krisen der frühkapitalistischen Epoche. Ihr Wanderschicksal, ihre Heimatlosigkeit, ihre Sprachkenntnisse und ihre gesellschaftliche Isolierung hatten die Juden schon seit uralter Zeit auf den Handel als Beruf verwiesen. Es entfaltete sich das Wuchergeschäft, das von den Mittelmeerländern kommend in Italien und Südfrankreich, in Flandern und in Hansestädten Fuß fasste und an dem Christen und Juden in gleicher Weise teilhatten. Ein Mittelweg zwischen den beiden Prinzipien zeigte sich nicht. Einmal, weil es noch keine volkswirtschaftliche Wissenschaft gab, zum anderen, weil die Kirche offiziell jede Form von Zinserhebung für sündhaft erklärte. Die Kirche begab sich damit in eine gefährliche Doppelstellung hinein, da um den päpstlichen Hof bald die größte Geldkonzentration in Europa entstand. Auch wäre die üblich gewordene Praxis des Verkaufs hoher geistlicher Ämter ohne ein die christlichen Länder umspannendes Kreditwesen nicht möglich gewesen. Während aber die Kirche selbst sich mit den Folgen dieser doppelten Moral erst im Zeitalter der Reformation auseinandersetzen musste, wurden vom 11. Jahrhundert an die Juden immer wieder das Opfer dieses Doppelspiels. Ihre Ausnahmestellung, sie waren ja vom Zinsverbot der Kirche frei, stärkte sich durch den wachsenden Geldbedarf und erlaubte ihnen, Reichtümer anzusammeln und Einfluss zu gewinnen. Diese Verbindung des religiös-kultischen der Juden mit einer wirtschaftlichen Ausnahmestellung erwies sich aber als verhängnisvoll, denn ihr Wohlstand wurde unter allen möglichen Vorwänden vom König, von den Fürsten, den Städten, die sich allesamt als Schutzherren der Juden verstanden, beschlagnahmt, sodass die Juden die bequemsten Steuerobjekte waren. Oder, was schlimmer war, die Schutzherrschaft versagte völlig und gab die Juden der Wut des Pöbels preis, der sich an den sichtbaren Vertretern der Geldwirtschaft rächte oder die Gelegenheit zum Plündern benutzte. Diese Entwicklungen deuteten sich bereits mit den Kreuzzügen an, die ohne ein Kreditwesen gar nicht in Gang gekommen wären und der Wirtschaftsgeschichte ebenso angehören wie der Religionsgeschichte oder auch der Kriegsgeschichte. Für die jüdischen Minderheiten brachte die Verbindung religiöser und wirtschaftlicher Elemente eine entscheidende Veränderung ihrer Lage. Das Zeitalter der Kreuzzüge ist durch Gewalttaten gegen die Juden gekennzeichnet. Die nackte Gewalt zerstörte den religiösen Kern im Zusammenleben der beiden Religionen und der Verlust konnte nicht wieder gut gemacht werden bis ins 20. Jahrhundert. Eine tief einschneidende rechtliche und soziale Isolierung des Judentums von der christlichen Umwelt führte schließlich durch das Ghetto zur völligen gegenseitigen Entfremdung und Unkenntnis. Die Kreuzzüge sind nicht die ersten Religionskriege des Mittelalters. Es gab schon vorher Kämpfe gegen Ungläubige und das wurde immer auch als Verdienst des Christen angesehen. Unter der Fahne des Kreuzes wurden Kriegszüge gegen Nichtchristen geführt, zum Beispiel Karl der Große gegen die heidnischen Sachsen oder gegen die Wenden, um nur zwei solcher zu nennen. Aber die Juden, die als Minderheiten unter den Völkern Europas lebten, waren keine Heiden. Das ideelle Band der Zusammengehörigkeit mit den Christen war noch anerkannt. Dieses Band zerriss im Jahre 1096, als religiöser Fanatismus die Idee erzeugte, dass der Vernichtungskampf gegen die Feinde Christi in der Heimat beginnen müsse und nicht erst im Heiligen Land. Die Exzesse der Kreuzfahrer gegen die Juden waren die Folge einer jahrhundertealten, widerspruchsvollen, konfliktgeladenen Situation. Um die Situation zu verstehen,
Ohne zu entschuldigen natürlich, jede Religionsausübung ist äußerlich durch den Kult gekennzeichnet. Wenn sich der Gottesdienst, der christliche Gottesdienst mit dem Leben des Einzelmenschen, mit seinem Leben und auch der Gruppe unlösbar verbindet und sich tagtäglich manifestiert, und wenn dann im Zeitalter der Kreuzzüge der öffentliche Geist auf Gleichförmigkeit drängt, wie häufig in Zeiten großer Bewegungen und großer Ziele, dann wird eine religiöse Ausnahmestellung, wie die Juden sie hatten, an sich schon Widerspruch und Konflikte auslösen. Gewiss hatte die Kirche seit alters her die Duldung der Juden gepredigt, aber zugleich war sie gegen heretische Bewegungen innerhalb der Kirche selbst mit großer Strenge vorgegangen und bei Gelegenheit auch gegen die Heiden. Und hier lag ein scheinbarer Widerspruch vor. Und die Unterscheidungen, die diesen Widerspruch erklären konnten, waren zu fein für die Massen und konnten leicht geleugnet werden oder überhaupt gar nicht verstanden werden. Das Volk, das jetzt in den Kreuzzügen in Bewegung geriet, konnte und wollte diese Unterscheidungen nicht machen. Die Unwissenheit verband sich mit den Massenwahn der Volksbewegung und ihrer Demagogen. Ich möchte einen zeitgenössischen Chronisten zu Wort kommen lassen. Zitat: Sehet, wir ziehen dahin, das heilige Grab aufzusuchen und Rache an den Israeliten zu üben. Und hier bei uns selbst sind die Juden, die ihn umgebracht und gekreuzigt haben, ohne Grund. Lasse zuerst an ihnen uns Rache nehmen und sie austilgen, sodass sie kein Volk mehr bilden, dass der Name Israel nicht mehr erwähnt werde. Oder sie sollen unseresgleichen werden und zu unserem Glauben sich bekennen. Zitat Ende. Um einen gewissen, den Geist der Zeit damals etwas zu verdeutlichen. Also die Quintessenz war in der Zeit, warum sollte man mit den Juden eine Ausnahme machen, zu einer Zeit, da die Kirche im steigenden Maße gegen religiöse Andersdenkende unduldsam geworden war. Für eine große Menge übereifriger Pilger bot sich die Gelegenheit, das Verdienst des Kreuzzugs schon hier statt im Morgenlande zu erwerben. Es war ein primitiver, verführerischer Drang, die Bestrafung der Juden für den Tod Christi in die eigene Hände zu nehmen, indem man die Gemeinden der Juden vernichtete oder sie zur Taufe zwang. Das Schlagwort von der Schuld der Juden am Tode Christi war von nun an der Antrieb der Judenverfolgungen. Der ursprüngliche, echte religiöse Konflikt war verdrängt und durch eine Formel des Hasses ersetzt worden, die sich als Schlagwort für Kriegseifer und Härte anbot. Die Führer der Kreuzzüge, Könige, weltliche und geistliche Fürsten, traten zwar den Ausschreitungen entschieden entgegen, so Heinrich IV. 1096 und Friedrich Barbarossa 1189. Und wir wissen auch aus zeitgenössischen Quellen, dass ein Teil der Bevölkerung den Juden in der Not beistand und auch Zuflucht anbot. Aber der Terror wiederholte sich bei jedem Kreuzzug mit schrecklicher Regelmäßigkeit. Demütigung, Unterdrückung, nackte Gewalt in jeder Form wurden zur Gewohnheit und im Laufe der Zeit als gerechtfertigt akzeptiert. Der Wille zum Zusammenleben war erloschen. In Mainz zum Beispiel erschlugen die Kreuzfahrer 900 Juden und verschonten dabei niemanden. Auf gleiche Weise wurden die Juden in Köln, Worms und in anderen Städten in Deutschland und Frankreich ermordet. Nur wenige kamen davon, die in ihrer Not die Zuflucht in die Taufe gesucht haben. Und Ähnliches ereignete sich auf allen Marschwegen der Kreuzfahrer. Die Errichtung des Königreiches Jerusalem wurde mit dem Tode der dort lebenden Juden besiegelt. Sie wurden in ihren Synagogen verbrannt. Die Könige von Frankreich, Deutschland und England taten zwar ihr Möglichstes, um diesen tödlichen Kurzschluss zu verhindern. Heinrich IV. Bestätigte die Rechte der deutschen Juden. Einige der mächtigeren Städte verteidigten ihre Juden gegen die Jerusalem-Pilger und machten es zu ihrer Ehrensache, dass kein Jude innerhalb ihrer Mauern ohne Rechtsspruch verletzt würde. Ehe Friedrich Barbarossa im Jahr 1188 ins Heilige Land aufbrach, ergriff er strenge Maßnahmen zum Schutz der Juden, desgleichen auch Richard Löwenherz, der jedoch damit keinen Erfolg hatte. Seine Abreise ins Morgenland folgten bald Massenhinrichtungen von Juden in England. Im Ganzen versuchte die weltliche Macht systematisch vorzugehen.
um diese immer wiederkehrenden Ausbrüche zu unterdrücken. Die Juden wurden schließlich unter die direkte und alleinige Rechtsprechung des Königs gestellt, indem sie als zur königlichen Kammer gehörig erklärt wurden, so in Deutschland seit 1179. Diese Maßnahme erneuerte die Schutzbriefe des karolingischen Zeitalters und dehnte diese Schutzrechte auf alle Juden aus. Es war der einzig mögliche Gegenzug, doch war er von zweifelhaftem Wert, denn die Schutzpflicht des Königs wurde mit hohen Steuern von den Juden bezahlt und die Juden wurden im Laufe der Zeit das lebende Eigentum der Herrscher. Und es geschah nicht selten, dass ein König dieses Guthaben an Fürsten, Bischöfe oder Städte verpfändete und diesen das Recht einräumte, das Eigentum der Juden auch finanziell auszubeuten, wie es ihnen gefiel. Das Kapitalwert, den das Judentum darstellte, wurde in den Händen der jeweiligen Schutzherren ein entscheidender Faktor in den politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen des späteren Mittelalters. Es kam dazu, dass die Isolierung der Juden prägt den Volkscharakter, und zwar nach beiden Seiten, zu Seiten der Juden und der Christen. Alle Beziehungen verfälschten sich zwischen ihnen. Unduldsamkeit, Unkenntnis und Aberglauben sind die Folge. Im Jahr 1171 wurde erstmals die Anklage des Ritualmordes erhoben, wie Sie es links sehen. Bald darauf die der Sakramentsentweihung rechts. Und solche Anschuldigungen kehrten regelmäßig wieder, begleitet von Anspielungen auf andere Kultvergehen, deren Opfer die Juden im steigenden Maße wurden. Das sind alles Symptome, die zeigen, dass das Gleichgewicht religiösen und sozialen Rechts verloren gegangen war. Die in Anführungsstrichen Judenfrage tritt an die Stelle des religiösen Problems. Und diese sogenannte Judenfrage war selten anders als politisch und wirtschaftlich gesehen worden. Ich möchte hiermit den Rückblick auf das Verhältnis, das geschichtliche, konkrete Verhältnis zwischen Christen und Juden im Mittelalter abbrechen und wenden wir uns nun der Entwicklung der Darstellung von Kirche und Judentum, von Ekklesia und Synagoge in den Darstellungen zu. In der Nationalbibliothek in Paris wird ein Gebetbuch des 9. Jahrhunderts aufbewahrt, das Sakramentarium des Drogo, von dem Sie hier eine Seite sehen, nämlich die Initiale O, in dessen Kreisrund die Kreuzigung eingemalt ist. Es ist eine wirklich ganz kleine Miniatur. Es ist schwer, auch sie größer darzustellen. Links von uns aus gesehen Maria, rechts Johannes und unter dem Kreuz befindet sich auf der von uns aus gesehenen linken Seite die Ekklesia. Die Ekklesia als Einzelfigur existierte schon seit frühchristlicher Zeit in ganz vereinzelten Beispielen, aber in Kombination mit der Darstellung des Judentums beginnt es hier in dieser Zeit der Karolinger. Und mein vorheriger geschichtlicher Abriss sollte auch dazu dienen, die nun gezeigten Abbildungen auch jeweils mit dieser Zeit in Verbindung bringen zu können. Am Ende werden wir die schönsten Beispiele der Darstellung von Ekklesia und Synagoge sehen und entstanden in einer Zeit, als die schärfsten Ausschreitungen gegen das Judentum, gegen die Juden das Tagesgeschehen dominierten. Ekklesia steht unter dem Kreuz mit der Fahne des Sieges und im Kelch empfängt sie das vom Christus gegebene, gespendete Blut. Das heißt, Ekklesia, die Kirche, erhält von Christus in der Stunde seines Todes Amt und Vollmacht. Die Kreuzigung ist ein verhältnismäßig spätes Thema. Nach vereinzelten frühen Beispielen in Rom gehört sie erst hier ab der karolingischen Zeit zum festen Bestand der christlichen Kunst. Seit der Zeit des Drogo-Sakramentariums gehören auch die allegorischen Gestalten von Ekklesia und Synagoge zur Kreuzigung. Sie werden in Bezug zur Kreuzigung dargestellt. Und eine solche Darstellungsweise ist durchaus nicht selbstverständlich. Denn die Kreuzigung ist ein historisches Ereignis. Und sie verbindet sich hier mit Figuren, die nicht für sich selbst als
als Menschen stehen, sondern nur eine gedanklich fassbare Aussage andeuten, die sich in ihnen, in den Figuren nur personifiziert. Somit werden personifizierte Institutionen wie Kirche und Judentum zu schaubaren und handelbaren Wesen, die in solchen Darstellungen dann auch auftauchen. Der Ekklesia gegenüber sitzt ein Greis mit weißem Haar. Er ist vom Kreuz etwas abgerückt, erhebt seine Rechte und trägt ein Herrschaftszeichen in der Linken, eine Art Reichsapfel. Im Vergleich mit der entschiedenen Hinwendung der Ekklesia wirkt seine Gestalt passiv und kraftlos. In ihm ist wohl eine Gestalt des Judentums gemeint, von dem sich Christus abwendet, um der Ekklesia mit seinem Blut die Nachfolge zu übertragen. Aber die drei Figuren gehören unlösbar zusammen. In ihnen konstituiert sich die Symmetrie der Komposition, auch in der Farbe. Das Rostrot des Lendentuches Christi wiederholt sich im Mantel der Ekklesia wie auch im Untergewand der männlichen Figur der Synagoge. Hier formuliert sich zum ersten Mal der religiöse Konflikt zwischen Judentum und Christentum in einer für Jahrhunderte vorbildlichen Ausdrucksweise. Aber es formuliert sich ebenso die Zusammengehörigkeit des alten und neuen Bundes. Seine Repräsentanten werden unter dem Kreuz zusammengerufen und durch das Kreuz auch voneinander geschieden. Auch dem Nikasius-Diptychon in Tournai, das so um 900 geschaffen wurde, wird das Thema konsequent weitergeführt. An die Stelle des Greises tritt eine zweite Frauengestalt und beide werden zum ersten Mal mit Namen bezeichnet. Da können Sie es lesen, links, also rechts ist besser zu lesen, Jerusalem, also Jerusalem. Das Wort Synagoge taucht hier noch nicht auf. Hinterfangen von Stadtmauern, die das Jerusalem, das irdische Jerusalem bedeuten wollen. Und bei der anderen Figur oben Sancta und hier unten Ecclesia, die heilige Kirche. Sie blickt zu Christus empor mit dem Kelch. Darüber links und rechts vom Kreuz sehen wir links die Sonne und rechts den Mond. Und beide verdunkeln sich im Moment des Todes Jesu Christi. Auf mehreren elfenbeinernen Buchdeckeln des 9. und 10. Jahrhunderts, die wie das Gebetbuch des Drogo in einer Werkstatt in Metz entstammen, erreicht das Thema von Ekklesia und Synagoge eine erste Ausprägung und offenbar weite Verbreitung. Im Mittelpunkt der Komposition der Passion Christi steht jeweils das große Kreuz mit den beiden Frauenfiguren darunter. Auch hier empfängt Ekklesia im Kelch das Blut Jesu, während rechts davon Synagoge mit einer Fahne dargestellt ist. Und während Ekklesia ihren heiligen Dienst leistet, wendet sich Synagoge auf ihre Fahne gestützt ab, um wegzugehen. Doch bleibt ihr Blick auf den Gekreuzigten gerichtet, aber sie geht nach rechts. Maria und Johannes, größer als die beiden Figuren am äußeren Rand jeweils, flankieren die mittlere Gruppe und im Streifen darunter steht der Hauptmann Longinus, der Jesus dann mit der Lanze durchbohrt hat bereits, sonst könnte er auch nicht das Blut spenden, und rechts davon der Stephaton mit Schwamm und Essig. Ganz unten, falls Sie es links erkennen können, öffnen sich Grabgehäuse. Menschen, die Verstorbenen, treten heraus. Das heißt, das jüngste Gericht, das Ende der Welt, ist hier schon angedeutet. Und ganz unten, noch ein Rückgriff auf die Antike, sind die Gottheiten Oceanus und Gaia, nämlich das Meer und die Erde. Alle versammeln sich als Zeugen, um am Kreuz den Erlöser anzuerkennen. Nur Synagoge hält sich abseits. Ihr ehrwürdiges geschichtliches Amt, nämlich Trägerin der Heilsbotschaft zu sein, wird ihr im Angesicht der ganzen Schöpfung abgesprochen. Ihre Vollmacht geht auf Ekklesia über. Diese bewahrt das kostbare Blut des Erlösers im Kelch, der ihr Wahrzeichen ist. Synagoge ist die Vorläuferin, Ekklesia die Erfüllung. Jede der beiden Frauen steht auf ihrer eigenen Stufe der Offenbarung. Die Ältere muss gehen, wenn die Zeit erfüllt ist, und die andere kommt. Das Gesetz des alten Bundes wird aufgehoben und überhöht in der Liebe Gottes am Kreuz.
Die Symbolik der beiden Figuren lässt sie als Glieder einer höheren Einheit, einer Concordia, erscheinen, der Idee Gottes. Die innere Einheit der Frauen unter dem Kreuz bleibt allerdings nicht gestört. Auf anderen Elfenbeintafeln derselben Zeit bereitet sich eine Entfremdung der beiden Gestalten vor. Der Aufbau der Bildkomposition wird reicher und bewegter, die Szene unter dem Kreuz dramatisch gesteigert. Diese Elfenbeintafel des Bamberger Domschatzes wurde um 870 geschaffen. Die strenge Reihung wird durch eine fließende Komposition mit reicher Tiefenwirkung gelockert. Die buchstabenhafte Aufzählung der Figuren weicht dramatischen, bewegten Szenerien. Die Meisterschaft des Elfenbeinschnitzers entfaltet in jeder Gestalt reiche Details, ohne dabei den Zusammenhang des Ganzen zu verlieren. Ecclesia erscheint zweimal. Zuerst mit dem Kelch unter dem Kreuz, wie Sie es rechts, glaube ich, ganz gut wieder sehen können. Und rechts noch einmal, also links unter dem Kreuz mit dem Kelch und rechts sehen wir ein Gebäude. Davor, im Eingang des Gebäudes sitzt Synagoge, wieder mit einer Art Herrschaftszeichen in der Hand. Und Ecclesia ein zweites Mal mit der siegreichen Fahne des Christentums, mit der Fahne des siegreichen Christentums. Und sie nimmt Synagoge das Herrschaftszeichen ab. Und es scheint sich eine Art von Diskussion, von Wortwechsel zu entspinnen. Ecclesia ist kleiner als ihre mächtige Vorgängerin. Und Ecclesia deutet mit der Hand auf die Stirn der Synagoge. Dort sei künftig der Sitz des Heiles, nicht im Messer der Beschneidung, das Synagoge in ihrer Linken hält. Schließlich erfährt das Thema noch weitere entscheidende Abwandlungen. Der Antagonismus, die Gegnerschaft zwischen Ecclesia und Synagoge wächst. Die Symmetrie der beiden Gestalten wird gestört, ihre höhere Einheit in Frage gestellt. Diese Tafel ist aus Florenz, aus dem Bargello, und sie stammt aus dem 10. Jahrhundert. Die zwischen Maria und Longinus stehende Ecclesia trägt eine Krone. Also links vom Kreuz ist Maria und rechts vom Kreuz ist Ecclesia, die wiederum bei der Synagoge steht. Synagoge ist von einem Kranz, einem Mauerkranz umgeben, fast wie ein Heiligenschein. Es soll wieder Jerusalem andeuten. Auch hier zeigt sie auf die Stirn das Messer der Beschneidung. Oder hier sehen wir, dass Synagoge ganz rechts bereits die Tafel verlässt. Sie scheint ganz herauszugehen aus dieser kompletten Szene. Schauen wir uns mal eine Buchminiatur an, wie hier das Evangelienbuch der Äbtissin Uta von Niedermünster, das im frühen 11. Jahrhundert in Regensburg geschrieben und illuminiert wurde. Wenn wir erstmal links schauen, der Kreuzesstamm teilt die Komposition in zwei gleiche Hälften. Zur Rechten des Gekreuzigten, also von uns aus gesehen links, finden wir im Bildraum die Symbole der Gnade und der Erlösung. Ganz oben links die Sonne, dann in der Mitte links Ecclesia und ganz unten links eine Auferstehungsszene. Unter dem Kreuz steht die sorgfältig gezeichnete Gestalt einer Frau mit Krone, die Allegorie, diesmal nicht der Ecclesia, sondern des Lebens. Der andere Rahmen, von dem Christus sich abwendet, enthält die Symbole des alten Bundes, der zu Ende geht. Oben rechts der Mond, in der Mitte rechts die Synagoge und ganz unten rechts den zerrissenen Tempelvorhang. Die Allegorie des Todes, der unteren Hälfte gleich neben dem Kreuzesstamm, krümmt sich zur Seite, in der Hand den zerbrechenden Speer, dessen Spitze sich auf das eigene Haupt richtet. Aus dem Kreuzesstamm spaltet sich ein Ast, der mit einem Dämonenkopf endet und die Körperbiegung der Figur veranlasst. Der zerbrechende Speer illustriert das Pauluswort. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Zum 1. Korintherbrief. Ecclesia erscheint als Königin mit Krone, Nimbus und Kelch, wie wir es rechts in der Vergrößerung dann vielleicht besser sehen können, und in ihrer Linken die Fahne. Mit erhobener Rechter verkündigt sie ihre Botschaft, nämlich Pia Gratia Surgit in Ortum. Die Gnade Gottes geht auf gleich der Sonne.
Synagoge, ihr Gegenüber auf der rechten Seite, wendet sich ab. Sie ist labil, in das Halbrund hineinkomponiert. Das Rahmenband überschneidet ihr Gesicht. Sie kann also nicht sehen. Das wird später noch wichtig werden. Über ihrer Schulter liegt die Tora-Rolle und Mantel. Ihre Rechte hält das Messer der Beschneidung. Daneben heißt es Lex tenet ocasum. Das Gesetz neigt sich dem Untergang zu. In diesen zwei beiden Spruchbändern ist der Sinn der Komposition zusammengefasst. Nicht das Gesetz der Tora-Rolle, nicht das Gesetz der Tora zeigt den Weg zur Erlösung, sondern allein die Gnade Gottes. Hier, in der Generation vor dem ersten Kreuzzug, tritt der christlich-jüdische Konflikt des Mittelalters systematisch formuliert in Erscheinung, wenn auch noch einbezogen in den universaleren Gegensatz von Glauben und Unglauben, von ewigem Leben und ewigem Tod, der das Hauptthema der Komposition bildet. Es ist im Grunde eine Art Streitgespräch, das sich hier abbildet, wie auch vorher schon in den Elfenbeinen. Die Synagoge steht auf der rechten Seite, bezeichnenderweise auf der Seite des Todes, und der Tod ist der Sünde Sold. Der christlich-jüdische Gegensatz ist als Widerspruch klar artikuliert. Er ist unversöhnbar wie Leben und Tod. Eine Farbengemeinschaft wie im Drogo-Sakramentarium gibt es zwischen ihnen hier nicht mehr. Beide Frauengestalten sind nur Träger einer Doktrin, die zudem über mehrere Allegorien verteilt ist. Auch auf Kirchengeräten findet sich diese Didaktik. Das sind jetzt die beiden linken und rechten Enden eines Kreuzes. Ein Elfenbeinkreuz der Gunhild von Dänemark, 1075 geschaffen, in Kopenhagen zu sehen. Links Ekklesia und rechts Synagoge. Während Ekklesia als statischer Block in das Medaillon eingebaut wurde, ist die Figur der Synagoge in auseinanderlaufenden Linien zerlegt und in ihrer Auflösung über das ganze Kreisrund verteilt. Sie ist halbnackt. Wie der hohe Priester beim Verhör Christi hat sie sich auch das Gewand zerrissen und rauft sich das Haar. Um Ihnen auch ein Wiener Beispiel zu zeigen, das ist der sogenannte Wiltener Kelch, ein besonderes Stück in der Kunstkammer des Kunsthistorischen Museums. Er heißt Wiltener Kelch, weil er aus dem Stift Wilten aus Innsbruck stammt, ist aber eine niedersächsische Arbeit des wahrscheinlich im 12. Jahrhundert, so um 1160 entstanden. Er besteht aus Patene und Kelch. Uns interessiert aber die Patene, die auch auf beiden Seiten gestaltet ist. Und das ist quasi die Rückseite der Patene, die bei der Wandlung auf den Kelch gelegt wird, sodass das Geheimnis der Transsubstantiation dadurch noch deutlich gemacht wird, dass Christus hier sein Blut direkt in den Kelch blutet quasi und somit die Wandlung vollzieht. Und was uns hier interessiert, ist ein Detail, das von Moment unten rechts zu sehen ist. Da müssen wir näher heranzoomen. Da sehen wir quasi die Hölle mit den Flammen, die aus den Portalen lodern. Und Christus an der Pforte der Hölle oder auch der Vorhölle vielmehr. Und der holt die Menschen dort heraus. Er erlöst die Menschen aus der Vorhölle. Während rechts daneben, ich habe die Patene jetzt ein bisschen nach links verschoben, da sehen Sie wieder die schlagenden Flammen aus der Vorhölle. Dort ist der Eingang in die ewige Verdammnis. Und angeführt sind die Figuren durch die Synagoge, Sie sehen das Spruchband Synagoge, hier allerdings wieder eine männliche Figur, während der letzte Jude noch zurückschaut an das Tor des Himmels, wo daneben ein Cherubin oder ein Erzengel Wache hält. Also den Juden ist der Eingang in den Himmel verwehrt. Ihr einziger Weg ist in Richtung Hölle. Die Inschrift auf dem Kelch besagt, im Alten Testament, gleich wie unter einer Decke, hält sich der neue Bund verborgen. Denn der neue König, den der neue König am Kreuz entsiegelt. Oder eine andere Inschrift, hinweg von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Also das richtet sich direkt an die mittelalterlichen Juden. Hier ist eine rein symbolische Erklärung kaum noch möglich. Der zeitbedingte Judenhass ist in die Darstellung eingedrungen.
Das kennen Sie vermutlich alle. Das ist nicht so weit von hier entfernt. Das ist der sogenannte Klosterneuburger Altar von Nicolas von Verdun, einer der bedeutendsten Goldschmiede des Mittelalters. Und das ist überhaupt, das denke, das weltweit bedeutendste Stück der sogenannten Typologie. Es wird wohl, wie Sie auch wissen, kein Altar gewesen sein, sondern vermutlich eine Art Antependium, wie auch immer. Da werden wir uns jetzt nicht die einzelnen Szenen anschauen, sondern ich möchte das nur als das bedeutendste Beispiel der Typologie heranziehen. Ekklesia und Synagoge bedeuten Altes und auch Neues Testament. Und die Beziehung war theologisch grundsätzlich immer auch festgelegt. Das Alte Testament ist die vorbereitende Stufe und die unabdingbare Voraussetzung des Neuen. Die Bibel ist eine geschlossene Einheit der Schöpfung, der Offenbarung, der Erlösung. Die Erschaffung des Menschen, der immer wieder erneuerte Bund Gottes mit seinen Geschöpfen, die messianischen Prophezeiungen und die Psalmen sind Vorläufer der Erlösungstat, die sich schließlich in Christi Geburt, seiner Botschaft, seinem Tod und seiner Auferstehung erfüllt. Der Einbau des Alten und Neuen Testamentes in ein und dieselbe Heilslehre wurde von den Kirchenvätern systematisch weitergeführt und propagiert. Es ist eine größere Einheit, die gehörten einfach zusammen, das Alte und das Neue. Das Alte begründet das Neue erfüllt das Alte. Im Alten ist die Hoffnung, im Neuen der Glaube, eine organische Einheit. Und diese wurde durch einen Begriff verdeutlicht, nämlich Concordia. Concordia veteris et novi testamenti, die Einheit des Alten und des Neuen Testamentes. Das spielte theologisch eine extrem große Rolle. Das heißt, es gab eine innere Harmonie der beiden Testamente in Ideen, Ereignissen und Gestalten. Jedes Geschehnis, jede Lehre der neutestamentlichen Schriften schlummerte schon als Samenkorn, als Vorhersage in einer alttestamentlichen Textstelle. Und das war auch letztlich diese ganze Idee dieser Typologie, war letztlich auch die Idee dessen, dass Ekklesia und Synagoge ursprünglich unterm Kreuz als eine Einheit erscheinen. Das Gedankensystem der Concordia, das ein rein theoretisches war, wurde allerdings vom geschichtlichen Konflikt, also mit dem, was tatsächlich in der Realität geschehen ist, eigentlich überdeckt. Und, Entschuldigung, wir müssen noch da bleiben. Wenn wir von der Heiligen Schrift ausgehen, müssen wir allerdings auch immer wieder neu entstandene theologische Schriften uns anschauen, die maßgeblichen Einfluss auf die Darstellung von Ekklesia und Synagoge hatten. Die bisher herangezogenen literarischen Dokumente, also hauptsächlich die Bibel, sind theologischer Natur. Das Zeitalter Augustinus und Leos, also das vierte, fünfte Jahrhundert, hat aber auch andere Dokumente hervorgebracht. Es sind dies zum Beispiel die Altercatio Ecclesiae et Synagoge, die Sie links in einem Druck aus dem 16. Jahrhundert sehen. Diese Schrift war ein Streitgespräch, ein fiktives Streitgespräch der beiden Frauen. Die Altercatio Ecclesiae et Synagoge, also ein Streitgespräch zwischen Kirche und Synagoge, ist eine im 5. Jahrhundert entstandene Schrift, eine Streitschrift zur Delegitimierung des Judentums. Der Autor, den wir nicht kennen, die Schrift wurde ursprünglich mal Augustin selbst zugeschrieben, ist aber wohl nicht von ihm. Der Autor lässt die allegorische Figur der Kirche zur Synagoge sagen, Zitat, du kannst dich nicht ändern, immer verneinst du und streitest in Falschheit darüber, was falsch ist. Gewiss habe ich zuvor gesagt, dass du regiert hast, als das Volk Israel ein großes Reich besaß. Schau auf die Feldzeichen der Legionen und du findest den Namen des Erlösers. Siehe, die Bekenner Christi sind die Herrscher und erkenne, dass du von der Regierung ausgeschlossen bist und so weiter. Und dieses Streitgespräch vollzieht sich dann auch auf den Darstellungen wie auf den Elfenbeinen, die wir gesehen haben. Diese Schrift, diese Altercatio, wurde immer wieder auch ab der Zeit ihrer Entstehung, also ab frühchristlicher Zeit, wurde Teil der Liturgie und wurde in den Messen, in der Liturgie auch daraus gelesen. Und so hat sie auch weite Verbreitung gefunden.
Wenn wir darüber sprechen, müssen wir auch etwas noch ansprechen, was sich nur noch sehr schwer nachvollziehen lässt, nämlich die geistlichen Schauspiele. Beispiele davon kennen Sie heutzutage noch aus Oberammergau zum Beispiel, wo alle 10 Jahre oder so die Passionsspiele stattfinden. Auch im spanischen oder italienischen Bereich gibt es in der Karwoche immer große Umzüge, Prozessionen, wo oft sehr drastisch das Leiden Jesu Christi vor Augen geführt wird. Und solche geistlichen Schauspiele gab es das gesamte Mittelalter hindurch. Und dort traten dann auch solche im Grunde stummen Figuren wie Ekklesia und Synagoge auf. Das heißt, den Menschen wurden diese Figuren auch vor Augen geführt, nicht nur durch solche Kunstwerke, wie wir sie hier sehen. Und alles, was wir bisher gesehen haben, war ja nur semi-öffentlich. Das haben ja nur ganz wenige Menschen zu sehen bekommen. Aber den geistlichen Schauspielen auf der Straße, in der Kirche, wurden die Passionsszenen nachgespielt und solche Allegorien, solche Personifikationen wie Ekklesia und Synagogen kamen da auch vor. Ursprünglich wurden die geistlichen Schauspiele nur von Geistlichen vollzogen, dargestellt, später dann auch in Volkssprache durch Laien. Und durch die Erkenntnis, dass das Schauspiel durch Mimik und Gestik Ausdrucksmöglichkeiten bietet, haben sich diese Ausdrucksmöglichkeiten dann auch in die bildende Kunst wieder zurückprojiziert. Entschuldigung, wir müssen noch einmal dabei bleiben. Es gab auch zum Beispiel Spiele vom Antichrist, wo sozusagen das Ende der Zeit, das Ende der Welt symbolisiert wird. Zu Hause bei Ihnen, wenn Sie online zuschauen, dass wir hin und her switchen. Ich möchte Ihnen natürlich noch diesen Buchdeckel zeigen. Links, wie es halt gerade noch so ging, vergrößert die Kreuzigung, wieder Ekklesia, die das Blut auffängt. Rechts davon Synagoge, die bereits eine Augenbinde hat, auf Christus deutet, aber nach rechts schon hinausgeht. Ab dieser Zeit bekommt Synagoge eine Augenbinde und sie wird als blind dargestellt. Und auf dem Buchdeckel in Elfenbein links noch einmal Ekklesia mit der Fahne und einem Schild, quasi, das hat was Wehrhaftes. Und rechts Synagoge mit dem, sieht aus wie ein Schwert, soll aber das Messer der Beschneidung sein, die den Raum wiederum verlässt. Ab jetzt wird Synagoge blind. Sie bekommt einen Augenschleier, eine Augenbinde. Und wir sprechen davon Verblendung. Diese christlichen Schauspiele, wie zum Beispiel auch ein Schauspiel über den Antichrist, waren auch für solche Darstellungen maßgeblich. In diesem christlichen Schauspiel, der über den Antichrist geht, ist die Synagoge es, die den Bann des Antichristen bricht, indem sie ihn bei seinem wahren Namen nennt. Aber dort kommt zur Sprache, dass die Juden blind seien, sich der Revelatio, also der Aufdeckung des Wahren, verschlossen. Und das ist auch im Sprachgebrauch des Evangeliums schon vorgebildet. Es ist unsicher, wann diese Redewendung von der Blindheit im Symbol der Augenbinde zuerst anschaulich gemacht wurde, aber spätestens hier, das ist jetzt 13. Jahrhundert, ist das üblich geworden. Von der Bühne, wie gesagt, vom christlichen Schauspiel, könnte dieses Motiv auch in die bildende Kunst eingedrungen sein. Von der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts an finden wir den Augenschleier als Emblem der Synagoge. Ein Schleier ist ein dramatisches Sinnbild. Er muss gelöst werden. Er muss fallen, um seinen Sinn zu erfüllen, dass man dann später wieder etwas sieht, nämlich die Wahrheit sieht. Ein Augenschleier kann nicht ewige Blindheit bedeuten, sondern nur zeitweilige Verblendung, die ihr Ende finden wird, wenn in entscheidender Stunde das Wort Gottes erneuert und vernommen wird. Gemessen an den Bilddarstellungen von Ekklesia und Synagoge unter dem Kreuz, die wir schon gesehen haben und hier auch immer noch sehen, ist der Augenschleier neu. Und gewiss hat die Konkordia, die Einheit, ihren Anteil an einigen dieser Darstellungen. Und die Annahme liegt nahe, dass die allegorischen Gestalten Ekklesia und Synagoge mit ihren Emblemen im Zusammenhang solcher Spiele als stumme Schauspieler auftraten und deswegen auch in Texten nicht nachgewiesen werden können. Ich kann Ihnen leider keine Texte dazu nennen.
Hier haben wir ein Fenster aus Reims, wo es ja diese ganz besonders berühmten Fenster gibt. Und dort haben wir rechts das bunte Fenster, das nur noch schwer zu entziffern ist, deswegen links eine Schwarz-Weiß-Abbildung davon. Links Ecclesia mit der Kirche tatsächlich auch in der Hand, dem Kreuzestab und dem Lebensbaum zu ihren Füßen. Rechts Synagoge mit dem gebrochenen Stab und ein Teufel, ein Dämon, der einen Pfeil ins Auge schließt. Und so wie Ecclesia die Krone auf dem Haupt trägt, hat Synagoge ihre alte Krone abnehmen müssen. Sie trägt auch den Augenschleier, aber der Pfeil des Teufels, des Dämons, wird sie dauerhaft erblinden lassen. Und somit ist dauerhafte Unkenntnis hier angedeutet. Oder in einem Glasfenster in Freiburg im Breisgau sehen Sie im Grunde auch ganz typisch für die Zeit des 13. Jahrhunderts fast eine Art Ritterturnier. Links Ecclesia, Kelch, Krone, Fahne auf einem Streitross. Aus dem Kopf des Pferdes kommen die vier Evangelistensymbole. Und rechts auf einem lahmen, hinkenden Esel Synagoge mit gebrochener Lanze, Augenschleier und einem Boxkopf. Dieser Kopf eines Bockes steht jetzt hier weniger für das Opfertier des Alten Testamentes, sondern vielmehr für Wollust und Unzüchtigkeit. Um nochmal nach Chartres zu kommen, ein Fenster und links das ganze Fenster, in der Mitte gehen wir etwas näher heran. Rechts besser in Schwarz-Weiß zu sehen, Christus, der seine Hände sowohl über Ecclesia als auch über Synagoge hält und Synagoge den Schleier abnimmt. Das heißt, mit dem Erscheinen Jesu Christi wird die Blindheit auch ausgeschaltet. Synagoge wird sichtbar gemacht. Sie wird aufgefordert, das Kommen des Erlösers anzuerkennen. Und dieses ganze Schleiermotiv wird wohl auch letztlich alttestamentarischer Herkunft sein, denn direkt drüber in diesem Fenster sieht man Jesus, wie er Moses eine Decke vom Gesicht zieht. Moses hatte sein Gesicht, seinen Kopf verhüllt in einer Decke, als er vom Berg Zion herunterkam, Gott gesehen hatte und ganz von Gott erfüllt und erleuchtet war. Und diese Verklärung sollten die Israeliten nicht sehen. Deswegen verdeckt er sein Gesicht. Und Christus zieht diese Decke herab. Daher mag diese ganze Geschichte mit der Verblendung kommen. Während des 12. Jahrhunderts war in Frankreich die gotische Kathedrale entstanden und zu einem umfassenden baukünstlerischen System, zu einem gewaltigen Abbild der Heilserwartung ausgebildet worden. Das Figurenprogramm der Portale hatte an diesem Abbild entscheidenden Anteil. Hier an der Schwelle zwischen der profanen Welt und der Herrlichkeit Gottes im Inneren erschien im Bogenfeld die Darstellung des Weltgerichts, der Kreuzigung, der Marienkrönung. Hier sah der Eintretende die Protagonisten der Heilsgeschichte und sich ihnen gegenüber, den Königen, den Propheten, den Aposteln und Heiligen. Hier stehen vereint die Zeugen des Alten und des Neuen Bundes. Hier ist der Ort auch für Ekklesia und Synagoge. Sie finden sich an den Portalen, zum Beispiel in Bamberg, in Straßburg, in Freiburg, in Trier und Magdeburg. Mit der Entfaltung der Kathedrale hat sich die figurale Bauplastik aus ihrer säulenhaften Strenge gelöst. Der menschliche Körper wird organisch erfasst und bewegt. Es beginnt das unendlich variations- und ausdrucksfähige Spiel zwischen Körper und Gewand, Körperbewegung und Faltenbewegung. Mit der Lösung des Körpers und seiner zunehmenden Verselbstständigung gegenüber der Wand, an deren Ordnung die Statue auch in der Gotik nach wie vor gebunden bleibt, also die gotische Skulptur ist eine, die in Nischen, auf Pfeilern, vor Wänden steht, nie völlig allansichtig war, aber trotzdem erlangt die Gotik eine Beweglichkeit und eine freiplastische Fülle und das wird bedeutend in dieser Zeit. Einer der größten Bildhauer, die die Kunstgeschichte kennt, leider kennen wir seinen Namen nicht, war der Bamberger Meister. Und er nahm das Thema von Ecclesia und Synagoge auf.
Ihnen liegt das Motiv des Streitgespräches immer noch zugrunde. Aber die Szene ist aufgegangen in eine würdige Repräsentation der beiden verwandten Frauen mit ihren verschiedenen Schicksalen. Ekklesia und Synagoge des Bamberger Doms stehen, wie wir hier sehen, als voll entwickelte Plastiken vor der Wand. Ihre Körper wölben sich energisch gegen den Raum, bleibt aber von der Wand gehalten. Beide Frauen gehören nicht nur äußerlich in Größe und Anordnung zusammen, sie entstammen demselben Geschlecht, einem gemeinsamen Ideal der ritterlichen Frau, einer in gleicher Weise durchdachten Statuarik. Aber gerade in dem statuarischen Motiv, in dem erregenden Dialog zwischen Körper und Gewand, gründet die Verschiedenheit ihre Aussage. Ekklesia ist von ihrem Mantel wie von einer geöffneten Schale umfangen. In seinen großformigen, aber doch reich differenzierten Faltenzügen, seiner geradlinigen seitlichen Begrenzung, gibt er dem Körper Sicherheit. Der Mantel betont den festen Halt des Standbeines und lässt den zarten, gebildeten Oberkörper wie auf einem Sockel erscheinen. Obwohl der Körper nicht erstarrt dasteht, sondern sich regt und etwas zur Seite biegt, wird er von der strengen Frontalität des Hauptes und den immer wieder herausgearbeiteten Senkrechten unbeugsam gehalten. Der Charakterisierung als Ekklesia folgt weder aus einem Spruchband noch aus einer triumphalen Geste, sondern aus der Unerschütterlichkeit ihres Dastehens und der Krone. Auch der jugendliche Körper der Synagoge, die keinen Mantel verhüllt, ist so gebaut, dass er steht. Aber der ausgewogene Kontrapost Standbein und Spielbein wird von gekurften Motiven so übertönt, dass sie aus ihrem statuarischen Halt herausgeschwungen zu sein scheint. Sie hat nicht mehr dieselbe Standhaftigkeit wie die Ekklesia. Sie knickt ein. Während bei Ekklesia die Drehung des Oberkörpers durch die Gegenbewegung des Mantels und die senkrechte Achse des Kopfes abgefangen und ausgeglichen wird, setzt sich bei Synagoge im geneigten Haupt und in den beiden tief eingeschnittenen diagonalen Faltenzügen des Gewandes dieses Knicken, sich einsinken, setzt sich dort fort. Sie scheint unsicher zu sein in ihrem Stehen. So ist dieses Wanken keine Momentaufnahme, keine Darstellung eines flüchtigen Augenblicks. In ihm verdichten sich die Bewegungsphasen zwischen Stehen und Fallen zu dauerhafter Form. Jede Einzelheit der beiden Figuren ist diesem statuarischen Gegensatz zugeordnet. Der Synagoge fallen von uns aus diesem Rechts die Gesetzestafeln aus der Hand, auch hier wieder der gebrochene Stab, wenn ich nochmal zurückgehen darf. Das ist frühes 13. Jahrhundert, was wir hier sehen, oder vermutlich noch 12. Jahrhundert. Und das gehört einfach zum Schönsten, was die gotische Skulptur hervorgebracht hat. Die Skulpturen standen, wie wir gesehen haben, ursprünglich draußen vor den Portalen. Sie haben auch nach wie vor die Spuren der Witterungseinflüsse, die wir sehen. 1938 wurden sie ins Innere des Bamberger Doms transportiert, um dort geschützt zu sein. Draußen sind Kopien angefertigt. Und die Synagoge schaut im Grunde auf den Bamberger Reiter ein kleines Stück weiter, einer der weiteren großartigen Leistungen gotischer Skulptur. Schauen wir uns das nächste an. Was die Bilderstürmer der Französischen Revolution am Straßburger Münster verschont haben, ist von höchster künstlerischer Qualität. Diese Werke sind nur wenige Jahre jünger als die Plastiken in Bamberg. Ekklesia und Synagoge, auch hier in Kopien, noch draußen am Portal, stehen in Kopien an ihrem ursprünglichen Ort, zu beiden Seiten des südlichen Doppelportals. Sie wenden sich einander zu, sind aber durch die volle Breite des Portals getrennt. Die Disputatio, das Streitgespräch, wird hier stärker betont als in Bamberg. Ihre Zuordnung der beiden Figuren wirkt dramatischer.
Ekklesia bezieht sich durch Körperdrehung und Blick auf Synagoge, die von ihrem Wort getroffen zu wanken scheint. Die beiden Frauen repräsentieren sich nicht in der klassischen Ruhe wie in Bamberg, sondern mehr in einer szenischen Position. Mit der zunehmenden Verflüssigung der Bewegung wird der Gegensatz der beiden Frauen eindeutiger. Im Schaft der Kreuzesfahne bei Ekklesia klingt die senkrechte Reihe der Gewändesäulen beziehungsweise auch ihres eigenen Gewands weiter. An ihm hält sich Ekklesia, deren lange Gewandfalten das senkrechte Bewegungsmotiv variieren, sodass der Kontrapost beruhigt, die Beinstellung verschleiert wird. Ihr gegenüber scheint Synagoge in einer ausgesprochenen Drehung aus der Portalordnung herauszusinken. Ihr Kopf mit der Augenbinde ist gesenkt. Der Fahnenschaft dreimal gebrochen. Die ganze Figur gleichsam nach unten zugespitzt. Während ihre Körperbreite oben betont wird, lösen die tief eingeschnittenen Gewandfalten das plastische Volumen nach unten hin auf, sodass das schlanke, fein verschleierte Standbein als einzige dünne Stütze für den Körper sichtbar wird. Die spröde Schönheit der Bamberger Figuren ist hier einer zarten Eleganz gewichen. Körper und Gewand spielen mit äußerstem Raffinement ineinander. Ekklesia und Synagoge sind hier nicht mehr die beiden Schwestern. Die siegreiche Königin blickt auf ihre geschlagene Gegenspielerin, in der die Tragik unerfüllter Erwartung noch menschlicher zum Ausdruck kommt als in Bamberg. Widerspruchslos ergibt sich Synagoge dem Geheimnis ihres Schicksals, bereits fürs Exil. Ihre Blindheit bleibt ohne polemische Züge. Gerade im Untergang zeigt sich ihre Schönheit. Das waren die Höhepunkte der gotischen Skulptur und die Höhepunkte auch der Darstellung von Ekklesia und Synagoge. Ab dieser Zeit, ab dem 12. 13. Jahrhundert, verliert das Christentum Lust kann man wohl nicht sagen, das Interesse an der Darstellung von Synagoge. Ekklesia bleibt weiter bestehen und sie wird bald im ausgehenden Mittelalter in sich mit der Gestalt der Maria, der Himmelskönigin und Gottesmutter, vereinen. Das heißt, Maria und Ekklesia werden ineinander verschmelzen. Ich werde Ihnen gleich am Ende noch ein Beispiel dafür zeigen. Wir kommen auch gleich zum Ende. Während Ekklesia nach und nach einfach wirklich verschwindet. Und eines der letzten Beispiele, das ich Ihnen zeigen kann, ist das letzte würdige und monumentale Darstellung der Synagoge, geschaffen von Konrad Witz, einem Maler aus Genf, der dieses Bild, zwei Flügel eines Altars, um 1430 gemalt hat. Die Tafel war für einen Altar mit mehreren Szenen aus dem Alten und dem Neuen Testament geplant. Synagoge erscheint noch einmal in monumentaler Gestalt als jugendliche Frau, die von ihrer Bühne abtreten muss, nach rechts zu einem geöffneten Ausgang. Die niedergeschlagenen Augen machen die Augenbinde fast überflüssig. Sie ist nur ein zarter, durchsichtiger Schleier. Sie wird nicht von außen her verstoßen, sondern folgt der tragischen Notwendigkeit, die offene Türe, auf die sie zugehen muss, und deren der Knick den Bruch der Lanze mit magischer Kraft unterstreicht, führt aus dem Lebensraum hinaus ins Leere. Ich möchte Ihnen fast zum Schluss noch ein Wiener Beispiel zeigen, obwohl er nicht ganz hineinpasst. Karlskirche, eh klar. Sie sehen vor dem Portal zwei Engelsfiguren. Wenn wir näher herangehen, werden die Engelsfiguren größer. Beide halten jeweils ein Kreuz. Aber nichtsdestotrotz ist damit wieder Typologisches gemeint, Altes Testament und Neues Testament. Es ist nicht Ekklesia und Synagoge, aber eben doch deren Vertreter durch zwei Engel. Rechts der Engel steht jetzt für Ekklesia, für das Christentum. Und links ist das Judentum, das Alte Testament, nämlich die eherne Schlange, die am Kreuz befestigt ist. Und als letztes Beispiel, das ich Ihnen heute zeigen möchte, ein Gemälde aus dem Kunsthistorischen Museum von Peter Paul Rubens, um 1618 geschaffen.
Die Wunder des heiligen Franz Xaver oder Franz Xaver, wie auch immer man ihn aussprechen möchte, einem der ersten Jesuitenmönche, der als vor allen Dingen im ostasiatischen Raum als Missionar tätig war. Und hier möchte ich ein Beispiel dafür bringen, was ich bereits sagte, dass nämlich Ecclesia mit der Himmelsmutter, mit Maria, der Himmelskönigin, quasi verschmilzt. Unten passieren Wunder, nämlich Totenerweckungen. Und dieses Bild der Gegenreformation reagiert auf die Kritik des Protestantismus. Die Protestanten haben den Katholiken vorgeworfen, ihr Katholiken betet Heilige an, was man ja nicht darf. Man darf Gott anbeten, aber nicht Heilige anbeten. Man darf Heilige um was bitten. Und Heilige sind Vermittler göttlicher Macht und göttlicher Wunder. Sie können sie selbst aber nicht bewirken. Deswegen deutet Franz Xaver nach oben und deutet auf die eigentliche Macht, die diese Wunder bewirkt, nämlich die Totenerweckungen bewirkt. Und was gibt es bessere Wunder als Totenerweckungen? Und wenn wir hinaufschauen, sehen wir diese Figur. Und natürlich glaubt man zunächst, das ist Maria. Das kann aber nicht Maria sein, denn Maria wird ja immer in einem bestimmten, fast immer in einem bestimmten Farbcode gezeigt, in Blau, Weiß und Rot. Blau für die Himmelskönigin, Rot für Liebe und Passion und Weiß für Jungfräulichkeit, Reinheit. Aber diese Figur hat ein grünes Gewand mit einem gelb oder goldenen Umhang und der Engel bringt mit seinem Gewand noch das Rot hinzu. Somit haben wir die drei Farben der Kardinalstugenden, Glaube, Liebe, Hoffnung. Und die Figur hält einen Kelch. Und das ist der Kelch, den wir jetzt seit dem 8. Jahrhundert oder 9. Jahrhundert schon bei Ecclesia immer wieder auf den Darstellungen gesehen haben. Auch den Globus haben wir schon gesehen als Zeichen weltumspannender Macht. Ecclesia hat diese Attribute von Synagoge übernommen und sie verschmilzt hier mit der Figur der Maria. Und somit wird diesen Betrachtern klargemacht, wer am ewigen Leben teilhaben möchte, da genügt es nicht zu glauben, sondern in diesem Fall muss man auch noch an die richtige Kirche glauben. Denn der Konflikt von Judentum und Christentum wurde abgelöst durch die Reformation, durch den Konflikt von Katholizismus und Protestantismus. Und somit hat die Synagoge ihre Wertigkeit als Konfliktpotenzial verloren. Der Katholizismus hat so gut wie keine Allegorien des Protestantismus entworfen, aber mit solchen Bildern bringt der Katholizismus ein riesiges Bild, das ist ungefähr 6 Meter hoch, ein deutliches Beispiel für die siegreiche Kirche. Und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.